Was denn los, Luigi? So kalt ist hier auch wieder nicht. Stell dich nicht so an, du Memme. Im letzten Part haben wir den Eskimo-Gemäldegeist besiegt und krallen uns dafür jetzt diesen Schlüssel. Aha, okay. Ja, rutscht aus dem Bild. Wie auch immer, da können wir jetzt dahin. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ein Buhu gibt's auch noch. Den hätte ich gerne, wenn niemand was dagegen hat. Mal hier, böse Kisten. Ich wäre ja wirklich mal in so einem richtig fetten Tiefkühlhaus. Oder wie so ein, ja, ein Einzelhandel in jedem Real-Teegut oder so. Die Sachen, die gekühlt werden müssen, ist ja auch ein ganz schönes Kühlding. Aber so eine Fleischhandelsfirma und da gibt es nur wirklich mehrere Tappen von Kühlhäusern. Und das Kühlste überhaupt, das klingt jetzt echt blöd, aber das ist mir aufgefallen, meine Nasenhaare sind eingefroren. Also, schon ein bisschen. Hat er gesagt, eigentlich darf man hier nur mit Spezialanzügen rein, ne? Hab's gemerkt, wenn man schon die Nase einfriert, ey. So. Ja, also ich würde sagen, wie ihr schon an der Anzahl der... wie ihr am Buhu-Counter erkennen könnt, geht's Richtung Finale, Ende, Gelände. Ich würde tippen, das ist der vorletzte Part. Um nicht zu sagen, ich werde sogar so einrichten, dass dies der vorletzte Part ist. Damit wir das schön hinkriegen. Da waren es nur noch drei. Also wir können noch oben hin, an dem Raum, den wir jetzt geöffnet haben. Professor Igitt labert uns das Ohr zu. Mario! So, jetzt gucken wir doch gerade mal. Da können wir noch hin. Da. Wir können da noch hin, ja. Ich frage mich eher, wo sind denn... Warte mal. Es müssen doch noch mehr Buhus da sein. Und sind hier unten noch welche entkommen? Genau, in dem Raum sind noch welche. Da bin ich ein bisschen voreilig rausspaziert. Hier gibt es ja nicht wirklich viel, wo ich anklopfen kann. Warte mal hier. Alles klar. Buffalo Bow. Ah, die späteren Buhus, die entkommen einen relativ einfach, leider. Aber das auch nur für bestimmte Zeit, weil vollkommen entkommen werden sie mir definitiv nicht. So, das war jetzt... Ich wollte ein einsaugendes Ergebnis, war nicht so prickelnd. So, Partner. Ja, zweistellig. Zweistellig. Boah. Lass es. Lass es. Komm schon, mach keine Faxen. Du willst es doch auch, Baby. Komm schon. Was ist los mit dir? Ich hasse diesen Raum. Der ist nicht zum Buhu-Fang geeignet. Aber da haut er eh gleich wieder ab. Ja. Komm schon. Nur noch ein bisschen. Dann nur noch zwei. Das heißt, dass ich einen noch irgendwo... Einer ist noch irgendwo versteckt. Ich werde dann nochmal da unten hingehen. Ich glaube, hier unten sind mir ja zwei entwischt. Ich muss mal gucken. Blub, 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 blub. Laber nicht so viel. Ich habe ja gerade beruflich zu tun. Ab. Ja? Da. Ne, hier ist keiner mehr. Bitte, 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 bitte. Komm schon, komm schon, komm schon. Warum? Okay. Es ist nur noch dieser eine Raum, ja? Der wird uns zum Finale führen. Habe ich das schon gezeigt? Boah, es läuft gerade nicht so flüssig. Das tut mir leid, du. Es tut mir leid, Freunde. Das geht schon wieder. Keine Sorge. Was ich mir geborgt habe. Ich wollte doch Borge jetzt als reinbringen. Egal. Ich gehe nochmal ganz kurz so in die... Nur so reingehen, damit ich weiß, ob da jemand ist. Das wird schon einer oben sein. Oben sind die mir doch reihenweise entwischt. Es wird niemand hier sein. Hier war ich doch schon 100 Mal. Hier war ich doch schon so oft. Einer wird oben. Also in dem Raum, wo wir jetzt hinkommen und dann... Ja, nee, 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 es muss schon einer. Hier ist auch nichts. Alles cool, alles cool. Luigi ist der Türklopfer. Gib mal ein paar Herzen oder sowas. Gib mal Herzelein. Du brauchst nicht traurig sein. Sei nicht ganz allein. Ich werde bei dir sein. Du dummes Schwein. Lass mich allein. Das muss ich irgendwie reimen. Was ist hier los?
Dann haben wir hier noch, das ist Wohnzimmergelärsch. Auch hier ist schon bereinigt. Wir finden die Schweine. Da muss es einer von denen sein, die oben entwischt sind. Ah, ist da vielleicht einer in den Raum entwischt, wo wir jetzt hinwollen? Ah, das könnte das die Lösung des Problems sein. So, hier rechts war das, ne? Ich weiß schon, was es ist. Das Atelier. Lass mich hier rein. Erstmal zum Geschäftlichen. Professor Igitt hat schon ein paar Mal erzählt, wenn man ein Buch eingesammelt hat. Oh, ui, du warst es, nicht wahr? Du störst mein jenseitiges Werk. Der Maler hinter dem Ganzen. Er hat die Geister alle entworfen quasi. Du edler Wälder, siehst nicht das Leben meiner Kreation. Ah, ui, ui, ich zeige dir die Meisterhaftigkeit meiner Kunst. Also dürfen wir nochmal gegen jeden Geistertyp antreten. Das machen wir noch direkt. Ja, warum nicht? Gefällt mir. Das waren die 10er, jetzt kommen die 20er. Ihr seid alles falsche 50er. Ach, macht Spaß, drei auf einmal hier. Nur da sind selbst die in der Lage, mich abzuschütteln, theoretisch. Also halt zu dritt durchaus ein bisschen Kraft haben. Aber von den drei ist auch ein bisschen fies jetzt, ne? Ja, wollte gerade sagen, einer ist nicht. Einer ist nicht. Was soll's. Ich wusste schon, dass das nicht die ganze Zeit alles zusammenklappen kann. Mit euch ist echt nichts, kein Spaß mehr zu machen, kann das? Werd echte Spielverderber. Nein, nein, lass mich doch! Ich konnte mich doch nicht wehren! Luigi wollte nicht weg, der Blödmann. Ah! Ja, die sind schon ein bisschen was anderes, was du entworfen hast, mein Freund. Das möchte ich schon mal so sagen. Jetzt kommen dann die Greifer. Und zwar die Roten, die sind noch ein bisschen böser als die anderen. Alle drei. Fein. Und da einfach wie Bowser Mario 64-mäßig im Kreis drehen, weil das ist ja eh keine Wahl. Hauptsache ist, dass ihr den Stick bewegt, das ist wichtig. Wenn ihr den in eine Richtung haltet, wird nicht viel passieren, sag ich euch. Klar, situationsbedingt, aber jetzt zum Beispiel einfach nur drehen. Wie in Mario Party 1. Einfach nur drehen, das Ding. Der hat ein Herz. Haben wir alle drei, ja. Gut, dann kann nämlich keiner Bananen wegwerfen. Muhaha. Aber doch, können sie doch. Seht ihr, die hatten jetzt genug Kraft, um uns abzuwimmeln. Die haben die Banane aber meistens da hinten hingeworfen, wie doof. So, so, so. Was? Dann halt du. Was ist los mit euch? Volles Gegner-Spamming hier. Zum Schluss. Kommt schon. Ja, Schweine! Schweinebacke. Schweinezabakas. Ne, ist halt Schweinehund. Das einzige Wort, was ich auf Russisch kann. Schweinehund. Schweinezabakas. Ja, ich glaube, die kann man sowieso nicht zu mehreren aufsaugen. Weiß nicht weiß. Ich könnte es mal ausprobieren, aber ich glaube, ich kriege es nicht mehr raus. Ah! Ja, weil die meistens auch immer nur alleine auftauchen normalerweise. Ne, es geht doch. Zum ersten Mal hinbekommen. Meine ehrlichen Werke! Selbst wenn ich verbleiche, wird mein Lag andauern. Oui, oui, ganz recht. Nichts hier, bon. Kurz ist unsterblich. Na nü? Was heißt ihr? Nur eines meiner Werke ist noch vorhanden. Das ist völlig unmöglich. Es ist zum Eulen. Allerdings, ganz schön zum Eulen hier. So, Bursche. Der Schöpfer in dem Ganzen. Auch jetzt halte ich nicht die ganze Zeit nach unten rechts, sondern ich klicke den Stick quasi trotzdem in der unten rechten Ecke hin und her. Ist ein bisschen tricky, wenn man sich diese mega THS-Boys, also THS ist was anderes, ne, ist ja Tool Assisted Run. Hier die Awesome Quick Games Challenge, wo ich da. Das ist ja. Der helle Wahnsinn.
Ja, das war quasi der Endboss, ne? So Schlüssel gab es bisher nur nach dem Endboss. So, ich will jetzt... Jetzt brauchen wir nur noch die zwei Buhus. Und dann haben wir es. Dann haben wir es. Ich finde nur leider erstmal gar nichts. Oh, Bomben. Muss eine da? Ja. Hä? Ach, hier ist noch was. Hier sind noch Hocker. Okay. Boutique! Noch ein Franzose. Ja, du bist echt ein... Ich frage mich, wo der eine ist. Einer fehlt noch. Ein bisschen doof gelaufen hier. Er wird uns aber nicht hinkommen, das sage ich euch. So wie der hier. Das ist echt, das ist eigentlich sozusagen der letzte Buhu, ne? Das ist der 50. von den 50. Einen habe ich halt übersehen, den hole ich gleich nach. Aber das ist der letzte und dementsprechend auch wirklich der nervigste. 300 KP und er geht immer raus, rein, raus, rein, raus, rein. Ja, das gute alte Rein-Raus-Spiel. Ich meine, deswegen sind wir ja alle am Leben, ja? Aber, ihr wisst, was ich meine. Aber, ja, der Buhu, der hat aber es halt verstanden. Das ist nicht so, so wird es nicht gemacht. Wenn er wenigstens in einen anderen Raum gehen würde. Auch wenn es Zeit kostet, wäre es wenigstens so langweilig. Wie mit dieser Boutique. Dann wieder raus und wieder rein. Du dummes Schwein, so soll das sein. Wie gemein. Blöd wie ein Stein. So soll's sein, du dummes Schwein. Ganz und gar nicht fein. Not und Pein lässt mich heute allein. Wollte schon wieder in den Raum gehen, bevor er überhaupt da war. Mir halt schon Gedanken, wo ist der letzte? Den suchen wir live. Ich würde da nicht schneiden, er muss hier irgendwo sein. Also den Keller haben wir auch schnell erkundet. Wir brauchen nämlich richtig fett Celebration. Wenn wir den letzten gefunden haben. Als dann was richtig, richtig Nices gibt. So. Jetzt langsam könntest du mal, ne? Ja, aber dein letzter Ausflug nach rechts wird dein letzter sein. Wie man denen auf den Fluren echt nichts abziehen kann. Weil sie einfach durch die Dunkelheit noch stärker sind. Das war die 49. Kreisch, Kröl, Ausflip. Jetzt haben wir das ja. Leider befindet sich hier nichts mehr. Wie er sein Gemälde hier auf den Backstein drauf hat. So. Wir können ja ganz viel schon ausschließen. Wir müssen gar nicht in die exotischsten Orte gehen. Ich ganz am Ende das noch unterbinden wollte. Nee, der ist auch nicht da hinten. Ach, wir sind oben. Ah, ich war total blem-blem gerade. Wir gehen ganz kurz nochmal nach da hinten. Es kann eigentlich nur da sein. Der kann sich nur da versteckt haben. Der Buhu, nicht Mario. Ich will auch einen Buhu-Knopf. Also quasi nicht Mario, sondern Buhu! 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 Ah, ist doch nicht die Vasenkammer. Schwein gehabt. Er muss da rechts sein. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist verdammt hoch. Telefonzimmer? Nein? Nicht? Warum nicht? Und Mario? Nein! Hä? Warte. Gut, dann haben wir die Räume angeschaut. Dann ist er nicht hier oben. Der ist nicht hier oben. Bisschen schade. Ich glaube, 47 Goldbarren wäre das Maximum. Mein lieber Herr Markus, was ist da los? Es kommt noch ein Goldbarren. Ich weiß ganz genau, wo der letzte Goldbarren ist. Der dir die Seele auffrisst. Okay, verabschieden wir uns schon mal aus der obersten Etage. Tschüss, Mann. Dann suchen wir eben
Ja, wir müssen ja nur gucken. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie jeden Schrank abklappern müssen, sondern nur jedes Zimmer. Da waren wir schon drin. Da habe ich schon geschaut. Was war hier? Was war hier, Spatzenhirn? Observatorium. Astralraum. Da war auch nichts. Das ganze, das ist Billardgelehr. Nee, das ist ja unten. Das ist ja unten, aber da kommt man so schnell nicht hin. Oma Adele vielleicht? Auch hier ist kein Buhu. Die Wahrscheinlichkeit, dass er hier in den Bädern, Toiletten ist, ist wahrscheinlich auch sehr gering. Nein. Durch einen Klitsch ist er weg. Kommt nicht wieder. Ah, nicht auf der Etage. Also kann er nur noch unten sein. Was auch ein bisschen merkwürdig ist. Ich gehe nochmal hier im Erdgeschoss in die Räume, die man... Warte mal, im Fitnessraum habe ich, glaube ich, seit 100 Jahren nicht mehr nachgeschaut. Ja, da ist auch wirklich nichts. Draußen ist er höchstwahrscheinlich auch nicht. Wo damals einer war, im ersten Let's Play, was mich gewundert hat... Vielleicht respawnt der letzte Buhu ja am Anfang nochmal, wenn man nochmal hierhin zurückkehrt. Aber das war auch dummes Gewäsch. Weil da habe ich das letzte Mal meinen 50. Buhu einkassiert. Diesmal sind er nicht. So. Da draußen kann er auch nicht sein. Das heißt, in der Küche ist er ebenfalls nicht. Oha, wann taucht er auf? Die Frage aller Fragen. Billardzimmer. Da war das Billardzimmer und nebendran war ein nicht so wichtiges Zimmer, aber egal. Ah, ja. Aber hier ist ebenfalls nichts. Langsam falle ich vom Glauben ab. Dann kann er nur im Keller sein. Da sind mir doch auch viele entkommen. Hier ist mir doch niemand entkommen. Musikzimmer vielleicht nochmal? Nope. Mario? Herzen. Herzilein. Ich dachte, wir wären im Keller fertig gewesen. Mario! Vorne irgendwo. Dann kann er nur im Keller sein. Da sind wirklich viele abgehauen. Werfen ganz kurz nochmal hier einen Blick. Ah! Du Looter! Da ist er, Bouffeur. Was zum? Ich habe eben gedacht, wo kommen die Münzen auf einmal her? Bin ich dir zu nahe getreten? Er ist noch nicht weg, Schade. Fein, fein. Da haben wir noch gar keinen großen Weg mehr bis zum Grande Finale. Ja, ist ja klar. Also wir wissen ja sowieso, wo Mario ist. Wir haben das ja schon lokalisiert. Vom Brunnen aus. Boah, wie das echt hier gerade langsam geht. Das ist so schwierig, die Staubberge. Weißt du was? Mach den weg und... Ich mache einen Abflug. Luigi. Luigi is gone. Oh yeah. Don't make a bullshit with me. Geh nach links. Geh nach links. Komm schon. Was? What the fuck? Du bist der Letzte deiner Sorte. In welchem Raum willst du eingesaugt werden? Der Raum ist ganz schön, hast du recht. Schaut euch das an! Mach weiter so. Es war der Letzte. Die hätten noch wenigstens einen anderen Text schicken können. Machen können, wenn es der letzte Buhu war. Sehr nice. Soll ich mit 80 Energie hier? Ist mir auch egal. Ja. Das ist gut. Da sind sie alle.
das lesen wir uns durch. Im letzten Part. Wir gehen noch ein Stück weiter. Und zwar hier entlang. Und öffnen diese Barriere. Das war der vorletzte Part. Wir sehen uns wieder beim Endboss-Kampf. Beim Kampf um Mario. Beim nächsten Mal. Verborgener Altarraum. Also Daumen hoch und bis dann und ciao.